Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Tag der Mauticon und hallo Dirk. Hallo. Wir hören jetzt gleich hier auf in dem internationalen Raum einen Vortrag von Dirk, und zwar über die erfolgreiche Produktentwicklung und Vermarktung. So setzte Mautic ab dem ersten Tag ein. Dirk ist vor circa 10 Jahren nach vielen spannenden Jahren bei IBM ausgestiegen und wollte was Eigenes auf die Beine stellen. Und hat dann mit einigen Mitstreitern ein Startup gegründet. Und später ist er dann erstmals so mit Mautic in Kontakt gekommen und hat es insbesondere für Ideen in der Produktentwicklung lieben gelernt. Und genau, da bin ich ganz gespannt, was wir gleich hören werden. Willst du vorab selber noch was sagen, Dirk? Nö, eigentlich noch nichts. Wir können ja nachher noch ein paar Fragen besprechen oder Rückfragen beantworten. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, nicht nur in erfahrenen Sales-Prozessen, was ja so der typische Einsatz ist für Marketing-Automatisierung, sondern auch, wenn man ganz am Anfang steht. Das versuche ich dann mit rüberzubringen in der Präsentation. Genau, wir sind ganz gespannt. Fragen können sehr gerne im Chat gestellt werden und wir kommen dann später drauf zurück. Und dann erstmal einen schönen Vortrag. Danke. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Spannaus. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der 20Cent GmbH mit Standorten in Dresden und München. Wir sind eine digitale Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Marketing, Technologie und Geschäftsprozesse in Einklang zu bringen. Natürlich gehört das Thema Marketing-Automatisierung da dazu. Und über Marketing-Automatisierung möchte ich heute mit Ihnen und euch sprechen. Insbesondere, wie man Marketing-Automatisierung bereits ab dem Tag 1, nämlich ab der Produktentwicklung und zur Vorbereitung eines Marktstarts einsetzen kann. Thema der heutigen Session oder der jetzigen Session, demzufolge die erfolgreiche Produktentwicklung und Vermarktung von neuen digitalen Produkten. Marketing-Automatisierung ab dem ersten Tag. Wie kommen wir zu dem Thema? Wir sind selbst ein Startup gewesen. Vor circa 10 Jahren sind wir an den Start gegangen mit der Idee, eine Plattform zu realisieren, die das Social Media Marketing, das Online Marketing für lokale Unternehmer viel einfacher machen soll. Vor 10 Jahren waren wir da zugegebenerweise etwas früh dran. Social Media und Online Marketing war noch ein absolutes, ja, Nischenthema, zumindest nicht im Massenmarkt angekommen. Wir haben aber gesehen, dass der lokale Einzelhandel eben sehr stark vor der zunehmenden Macht des Onlinehandels gezittert hat und wollten dem etwas entgegensetzen. Und zwar klar, Online-Marketing ist auch ein wichtiges Thema für für lokale Unternehmen. Unser Motto, Geschäft bleibt lokal, das Internet unterstützt. Unsere Plattform sollte eben den Umgang mit den unzähligen Diensten, die damals entstanden sind, vereinfachen, sodass jeder es bedienen kann. Mit der Zeit mussten wir lernen, dass das Thema eben nicht so sehr ein technisches ist, sondern dass sehr oft das Wissen zu Strategie und auch das Know-how fehlt, um überhaupt Inhalte zu produzieren und Inhalte zu veröffentlichen, die die Kunden interessiert und die Kunden vor allem auch erreicht. Wir haben dabei aber jede Menge gelernt über das Marketing kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir haben sehr viel mit unseren Kunden gesprochen. Und wir haben jede Menge Know-how aufgebaut, was uns letztendlich geholfen hat, zu der digitalen Agentur zu werden, die wir heute sind. Damals lief das Thema Produktentwicklung noch, ja, ein bisschen anders. Ich wäre froh gewesen, wir hätten sehr früh schon auf Marketing-Automatisierung setzen können. Unsere Förderstipendien wurden beantragt, noch ganz klassisch. Es wurde ein Projektplan entwickelt, Wasserfallmethode, nix agil. Es wurde verlangt, einen Businessplan über 5 Jahre zu rechnen, die Einnahmen und die Ausgaben zu berechnen. Was sich jeder vorstellen kann, so ein Businessplan überlebt nicht die ersten 3 Monate in einem Startup, weil so ein unheimlich großes Wissen dazukommt und so viel Erfahrung dazukommt, dass man wahrscheinlich nach 3 Monaten schon spätestens das erste Mal sein Geschäftsmodell komplett überdenkt und neu aufsetzt. Demzufolge, es wird viel gelernt, es werden viele Kontakte gemacht. Ist Marketing-Automatisierung ein spannendes Thema für Startups oder auch für Unternehmen, die neue Produkte entwickeln wollen? Aber schauen wir zu Beginn erstmal drauf, was eigentlich die Voraussetzungen sind für Marketing-Automatisierung. Wir haben auch mittelständische Kunden, die Marketing-Automatisierung einsetzen und wir schauen, ob folgende
Kriterien gegeben sind. Wichtigstes Thema Nummer 1. Es muss eine Lösung für ein echtes Problem existieren oder entwickelt worden sein. Punkt Nummer 2. Es braucht zahlende Kunden. Wenn niemand dafür zahlt, ist es in vielen Fällen einfach auch nicht lukrativ, etwas zu entwickeln. Man braucht sehr gutes Wissen über seine Zielgruppe. Und man muss natürlich irgendwo schon einen Verkaufsprozess ausprobiert haben, der sich wiederholen lässt. Man muss wissen, was die Kunden am Anfang ihres Entscheidungsprozesses interessiert und was vielleicht zum Schluss zur Entscheidung für oder gegen ein Produkt führt. Die Schritte 3 und 4 können auch oft mit sehr viel individuellem Einsatz und Persönlichkeit realisiert werden. Wenn wir über Marketing-Automatisierung sprechen, muss das allerdings ein standardisierter Prozess sein, der sehr individuell auf den jeweiligen Kunden eingehen kann. Die Schritte 1 und 2 sind eher Startup-Probleme. Und da schauen wir jetzt mal ein bisschen weiter in diese Phasen rein. Mautic ab Tag 1. Produktentwicklung kann natürlich ein Thema sein für Startups, Unternehmen, die das erste Mal an den Markt treten. Produktentwicklung kann aber auch spannend sein für Unternehmen, die schon etabliert sind im Markt, Mittelstandsunternehmen, die ja neue Geschäftszweige oder Geschäftsfelder adressieren möchten, mit neuen Produkten aktiv werden, bevor es vielleicht ein neuer Wettbewerber macht, der in das Geschäftsmodell eines Kunden eintreten möchte. Schauen wir zuerst in die Phasen der Produktentwicklung. Zu Beginn, nachdem man schon mal eine gute Idee entwickelt hat, selbst also Ideenfindung, Ideenvalidierung oder Priorisierung von Ideen ist schon mal nochmal eine Phase vor der eigentlichen Produktentwicklung. Aber wenn man sich entschieden hat für eine Idee, die man einführen möchte, steht am Anfang die Validierung. Was gehört zur Validierung dazu? Es muss ein Matching oder ein Fit zwischen dem Problem und der Lösung gefunden werden. Also es heißt Product-Solution-Fit, wenn man danach googelt. Das Problem muss meine Lösung muss das Problem möglichst ganzheitlich abdecken. Das kann sein, dass ich das durch das Produkt selbst schaffe oder im Prinzip Dienstleistungen noch dazu packe. Als zweites, es gehört noch zur Validierung dazu, brauche ich natürlich auch ein Product-Market-Fit. Für mein Produkt muss ein Markt vorhanden sein. Das heißt, es muss Kunden geben, die dafür bereit sind zu zahlen, sodass ich letztendlich sicherstellen kann, dass ich etwas entwickle, was auch wirklich nachgefragt wird. Das muss ich rausfinden in der Phase der Produktentwicklung. Wenn das passiert ist, meine Idee ist validiert, ich habe eine Lösung für ein real existierendes Problem und es gibt sogar Kunden, die sind bereit, dafür Geld zu zahlen, fange ich mit der Entwicklung an. Das könnte zum Beispiel ein Prototyping sein. Ich muss noch nicht die gesamte Lösung entwickelt haben, sondern ich mache vielleicht erste Prototypen, die ich meiner Zielgruppe zeigen möchte. Möchte ich Feedback zurückholen? Möchte ich wissen, was die Kunden zu meinen ersten Lösungsschritten sagen? Auch da sehr viel Kommunikation. Ich kann sehr viel lernen aus dem Feedback meiner potenziellen Kunden. Da gibt es übrigens ein sehr schönes Zitat dafür. Wenn dir dein erstes Release nicht peinlich ist, dann hast du zu spät veröffentlicht. Stecken wir in diese Phase. Es wird das erste Produkt an den Markt geführt, noch nicht als Marktlaunch, aber eben als erster Prototyp, als erste Beta-Version, wie man es vor vielen Jahren so gehandhabt hat. Und irgendwann steht natürlich auch der Marktstart an. Die Vorbereitung läuft eigentlich parallel die gesamte Zeit. Man lernt in der Zeit, worauf die Kunden anspringen. Und dazu gehört eben, dass dieser Spruch "Build it and they will come", also baue es und sie werden schon kommen, eben nicht funktioniert. Ein Produkt einfach auf den Markt werfen und hoffen, dass es irgendjemand interessiert, ist recht blauäugig. Man muss halt schon sehr aktiv daran arbeiten, dass so ein Produkt auch gefunden wird, dass darüber gesprochen wird, dass es nachgefragt wird. Auch dafür kann man in den Phasen der Produktentwicklung schon Listen aufbauen, um Reichweiten zu erzielen. Also erste Fans, Friendly Tester, Multiplikatoren, um diese dann zum Zeitpunkt des Launches auch anzusprechen. So, schauen wir doch mal, also was man auf der konzeptionellen Seite machen kann. Dafür gibt es viele Modelle. Modelle, egal welches, sind niemals perfekt, aber das ist irgendwo auch die Stärke daran.
weil sie zwingen einen, auch komplexe Themen zu durchdenken und selbst mitzudenken, weil kein Modell kann ein komplexes Geschäftsmodell wirklich komplett wiedergeben. Es gibt aber gute Modelle dafür. Ich möchte da einfach mal ein Beispiel zitieren, wie der Business Model Canvas oder Value Proposition Canvas von Strategizer, sehr gern genutzt und auch von uns gern eingesetzt. Oder natürlich auch das Persona-Modell. Auch das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Beides Modelle, die immer wieder überprüft werden müssen während des Prozesses, aber dennoch schon von Anfang an hilfreich sind, um sich in die Schuhe seiner Kunden zu versetzen, um zu verstehen, was das Problem ist, was zur Lösung alles benötigt wird und ja, wer die Zielgruppe ist, wie die tickt, wie die nachdenkt. Ja, und neben den Methoden, wie man an die Produktentwicklung herangeht, an die Validierung und Entwicklung, ja, gibt es auch noch ein paar interessante Mautic-Features, mit denen man die Produktentwicklung und die Produktvalidierung unterstützen kann. Ich denke mal, eins der wichtigsten Features sind die Formulare, weil wenn du etwas nicht weißt, dann kannst du fragen. Mit Formularen und Umfragen kannst du ja deine Kontakte, deine freundlichen Tester, die Friendly Testers, wie sie genannt werden, ja, um Meinung bitten, kannst Umfragen machen. Ständig und immer wieder, bis du deine Leute vielleicht zu sehr genervt hast. Aber du findest raus, was wirklich wichtig ist. Du kriegst Meinungen und Feedback geliefert in dieser wichtigen Phase, wo es darum geht, ein perfektes Produkt zu entwickeln, idealerweise. AB-Testing. Wenn man sich nicht sicher ist, ob AB oder C, ja, dann probier es einfach aus. Mautic bietet die Möglichkeit, AB-Testing sowohl für Landingpages als auch für E-Mails einzusetzen. Das kann so weit gehen, dass man vielleicht zwei verschiedene Betreffzeilen von E-Mails gegeneinander laufen lässt und anhand der Öffnungsrate entscheidet, was die richtige oder die beste Betreffzeile für diese E-Mail ist. Auch das Phasenmodell ist extrem wichtig. Es hilft uns dabei, dass wir immer die passenden Inhalte zur richtigen Zeit versenden, weil ja, Marketingautomatisierung hat sehr viel mit Mengenlehre zu tun. Während ich zum einen Segmente einsetze, um vielleicht verschiedene Interessen zu berücksichtigen, helfen mir Phasen oder auch Stages dabei, dass ich ja die Kontakte in ihrer jeweiligen Phase berücksichtige, dass ich nicht einem Interessenten Informationen zuschicke, die vielleicht erst interessant sind, wenn der Kunde die Lösung schon kennengelernt hat. Oder umgekehrt, einem aktiven Kunden möchte ich nicht unbedingt Sonderangebote zuschicken. Die Phasen können mir dabei helfen, eben auch Fehler zu vermeiden. Eins der stärksten Features, wie ich finde, ist die Integration mit Mautic. Wenn ich ein Produkt entwickle und habe die Möglichkeit, der Marketingkampagne oder dem Kampagnensystem mitzuteilen, wenn ein bestimmter Meilenstein beim Onboarding erreicht wurde, dann ist das ja sozusagen wie Schritt für Schritt zum Erfolg. Ich kann einen Kunden an die Hand nehmen und kann ihn führen mit Kampagnen, sodass er einen Wow-Effekt nach dem anderen Wow-Effekt erzielen kann. Onboarding ist also das Thema, wie ich dafür sorge, dass Kunden, die ich schon mal auf meine Plattform bekommen habe, dann auch beim Ball bleiben. Schauen wir uns mal ein Beispiel für so eine Onboarding-Kampagne an. Es geht, wie gesagt, darum, dass ich den Kunden wichtige Wow-Effekte erziele, dass ich mit ihm von einem Meilenstein zum nächsten komme, da ich ja schon aus meinen, ja, Entwicklungsphasen gelernt habe, auf was es ankommt in meinem Produkt. Somit fängt für jeden registrierten Kunden eine erste Kampagne an, wo ich ihm sage, was zuerst zu tun ist, was er vielleicht zuerst ausprobieren sollte. Solange ich nicht weiß, dass er das auch gemacht hat, weil unser Produkt würde Mautic das ja wissen lassen, schicke ich die nächste Mail. Und irgendwann sagt uns das System, ja, er hat sich registriert, er ist abgeschlossen. Dann kann ich mir die dritte Mail sparen und kann die nächste Kampagne in meinem Onboarding-Konzept anlaufen lassen. Ich schicke wieder die erste Mail. Diesmal ist der Kunde schneller. Er hat ja seine Konten miteinander verbunden und ich spare mir die nächsten zwei Mails. Das ist natürlich viel, ja, viel sinnvoller als zeitgesteuerte Kampagnen, weil jeder Nutzer bewegt sich anders durch diesen Funnel oder durch diese Onboarding-Kampagne und dementsprechend braucht jeder so auch seine Zeit und eine zeitgesteuerte Kampagne kommt halt einfach ja, in vielen Fällen nicht zum richtigen Zeitpunkt bei dem individuellen Kunden an. Das zum Thema Onboarding-Kampagnen. Man kann sich da viel komplexere Sachen vorstellen, aber die Integration funktioniert recht einfach über die API.
Kampagnen werden in dem Fall über Text gesteuert. Ja, nach den Onboarding-Kampagnen spielen natürlich spätestens mit dem Markteintritt auch Marketing- und Vertriebskampagnen eine wichtige Rolle bei der Produkteinführung. In der ersten Stufe haben wir Interessenten, die sind sich dem Thema noch gar nicht bewusst. Also die verspüren weder ein Problem noch suchen sie nach der Lösung. Wenn man möchte, kann man in dieser Phase bereits einsteigen und der Zielgruppe typischerweise Display-Anzeigen schalten und sie auf ein Thema aufmerksam machen. In der zweiten Phase geht es darum, Kunden abzuholen, Interessenten abzuholen, die bereits dieses Problem verspüren. Es geht dann dabei darum, mit dem Kunden zu kommunizieren und einen Handlungsbedarf zu erzeugen. Das kann passieren, indem man das Problem einfach vollumfänglich darstellt, indem man den Kunden informiert über das Problem und was es für Folgen haben kann, zu handeln oder eben auch nicht zu handeln. Es geht in der Phase, wie auch in den nächsten Phasen, noch nicht darum, das eigene Produkt vorzustellen. Das ist zu früh, weil der Kunde befindet sich noch in seiner Informationsphase. In der Stufe 3 ist der Kunde bereits auf der Suche nach einer Lösung. Er schaut sich Alternativen an, weil natürlich gibt es nicht nur unser Produkt als Lösung. Es gibt alternative Produkte, aber es gibt auch alternative Lösungswege. Es ist sicherlich schlau, in dieser Phase auch da den Recherche- und Informationsbedarf mit passenden Informationskampagnen zu unterstützen. Man schafft es in dem Moment auch, die Erwartung zu synchronisieren. Das heißt, wenn ihr dem Kunden sagt, worauf er achten muss, was die wichtigen Punkte der Lösung sind, vielleicht ihm eine Checkliste mitgebt, dann hat er eventuell dieselben Erwartungen an die Lösung, wie ihr euch das vorstellt. Das ist also eine gute Voraussetzung für die nächste Phase, wenn er das Problem verstanden hat, auch die Lösung angehen will, die Kriterien kennt, sich dann auf die Suche nach einem Produkt macht und dann in Stufe 4 sind wir dabei, dass wir unser Produkt vorstellen und Wunder, dieses Produkt passt am besten auf die Erwartungen und auf die Problemlösung. Marketing-Vertriebsphasen natürlich das Heimspiel für Mautic zum Informieren von Kunden in den verschiedenen Phasen. Wir wollen uns aber auch ein paar Beispiele anschauen. Als erstes habe ich die IntraSuite Time mitgebracht. Die IntraSuite Time ist das erste Cloud-Produkt der IntraKey Technologies AG. Uwe Richter wird uns gleich dazu mehr erzählen. Marketing-Automatisierung wird dabei für das Onboarding und für den Service eingesetzt, aber wird auch in der Vermarktung und im Marketing zum Zug kommen. Wir schauen uns das Video an. Hallo Uwe, freut mich, dass du heute dabei bist. Stell dich doch mal kurz vor. Hallo Dirk, ich freue mich auch sehr, bei diesem Interview dabei zu sein heute. Mein Name ist Uwe Richter und ich bin bei der Firma IntraKey in Dresden als Marketingmanager zuständig. Was ist die Firma IntraKey? Was macht ihr? Die Firma IntraKey ist seit über 20 Jahren Experte auf dem Gebiet der Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und alles, was rund um das Thema elektronische Identifikation zu betrachten ist. Also traditionelles mittelständisches Unternehmen, aber jetzt werdet ihr zum Startup? Kann man so ansatzweise sagen, zumindest in Bezug auf das neue Produkt. Das neue Produkt, das ist Stichwort. Was macht das neue Produkt? Das neue Produkt, die IntraSuite Time, ist ein cloud-basiertes Zeiterfassungssystem. Mhm. Wir gehen also hiermit völlig neue Wege, denn bisher waren unsere Kunden in erster Linie Hochschulen, Universitäten, mittelständische Unternehmen, größere Unternehmen aus der Wirtschaft oder auch kommunale Unternehmen bis hin zur Polizei. Mhm. Und jetzt bewegen wir uns in einen neuen Markt, in den Markt der cloud-basierten Systeme. Da verändert sich wahrscheinlich auch vertriebsmäßig einiges, oder? Absolut. Vor allen Dingen möchte ich noch mal kurz auf den Hintergrund eingehen, warum wir das tun. Da gibt es einerseits rechtliche Änderungen. Es gibt eine EU-Verordnung, die das Thema Arbeitszeit völlig neu regeln möchte und das muss jetzt noch in nationales Recht überführt werden. Mhm. Andererseits hat uns aber auch die Pandemie gezeigt, dass die Arbeitswelt sich weiter ändert. Ich nenne hier als Stichwort nur das Thema Homeoffice. Und auch das sind Themen, die Auswirkungen auf das Thema Zeiterfassung haben. So, also neues Produkt, Cloud-basiert, andere Vertriebswege. Wieso seid ihr dann mit dem Thema Marketing-Automatisierung in Kontakt gekommen? Einerseits natürlich, weil es hierbei um ein Niedrigpreissegment geht. Es geht um kleinpreisige Abo-Modelle.
Und da müssen natürlich die Vertriebskosten möglichst gering sein. Andererseits bietet uns Marketing-Automatisierung auch sehr viele Vorteile im Bereich Prozessoptimierung. Alle Prozesse rund um das Onboarding können wir automatisieren und haben wir auch automatisiert. Es gibt viele Möglichkeiten, Feedback einzusammeln, den Usern Fragen zu stellen. Wir können einen Funnel aufbauen, können Interessenten gewinnen, zu Fans machen und dann auch zu Kunden weiterentwickeln. Und die direkte Kommunikation und das Aufbau von Kundenvertrauen über den Kanal E-Mail ist für uns auch ein wesentlicher Faktor bei dieser neuen Einführung. Also 4 Punkte. Zum einen Vertriebskosten senken mit Marketingautomatisierung, das Onboarding, die Kunden zum ersten Wow-Effekt zu führen, dass sie auch dabei bleiben beim Produkt, habe ich gehört. Die Kundenbindung, dass ihr die Kunden halt auch ganzheitlich als Intra-Key betrachtet und vielleicht noch Upselling-Möglichkeiten findet. Und wenn ich es richtig mitgekriegt habe, auch Self-Service, ne? Die Kunden können dann auch selber Prozesse anschieben, wie ein Upgrade beispielsweise. Genau. Okay. Ja, da stellt sich die Frage, warum Mautic, warum Open Source? Einerseits natürlich aus Kostengründen, aber andererseits gibt es auch noch weitere Kriterien wie der hohe Individualisierungsgrad bei Mautic, der uns ja gut gefällt. Wir können uns da in alle Richtungen weiterentwickeln. Es gibt eine große Community mit einer großen Offenheit für neue Entwicklungen, die ist sehr aktiv. Andererseits sind wir aber auch oder haben wir auch als Softwarefirma ein eigenes Know-how, was wir bereits mitbringen und haben uns dafür auch entschieden, die Software selbst im eigenen Unternehmen zu hosten, was wiederum den Vorteil hat, dass wir die Kundendaten in-house haben und nicht abgeben müssen. Das ist ja ein wichtiger Aspekt auch für viele andere mittelständische Unternehmen. Damit hat Mautic einen großen Vorteil zu anderen kommerziellen Lösungen. Gerade auch das Integrieren finden wir auch spannend. Ja, danke, Uwe. Zuletzt noch, wer sich zu dem Thema Arbeitszeiterfassung mehr informieren möchte, gerade auch die gesetzlichen Dinge, die du angerissen hast, der macht am besten was? Der geht am besten auf unsere Website. Der Link wird hier nochmal eingeblendet und kann sich dort, wie sich das für ein Automatisierungstool gehört, seine E-Mail-Adresse eintragen und bekommt dann automatisch Informationen zu den ganzen neuen gesetzlichen Regelungen. Finde ich super. Ich selber muss mich da auch informieren. Ich bedanke mich, Uwe, für dein Interview, für deine Zeit, die du, Sehr gerne. ja, und wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Und vor allen Dingen, dass die Intrasuite richtig rockt jetzt. Vielen Dank. Wir sind erst kurz online seit 2 Tagen und wir hoffen auf gute Resonanz. Gutes Gelingen. Danke. Dankeschön. Tschüss. Ja, da kann man nur viel Erfolg wünschen in den ersten Wochen und Monaten der Produkteinführung. Für jeden, den das Thema Zeiterfassung, Arbeitszeiterfassung interessiert, findet er auf der Seite Intrasuite.eu spannende Informationen. Marketingautomatisierung ist nicht nur E-Mail, da geht einiges mehr. Wir haben mit der Deutschen Post einen interessanten Partner, der es ermöglicht, auch personalisierte und individualisierte Postkarten und Drucksachen zu versenden. Das ist super spannend, weil wenn man die Zielgruppe sehr gut kennt, die Branche ganz gut kennt und vielleicht sogar Adressen besitzt, kann man diese auch für Printmailings einsetzen. Das ist eine hervorragende Alternative zu Such- und Werbeanzeigen, weil viel weniger Streuverlust dabei ist. Wenn nicht, kann man sich Adressen natürlich auch bei Kreditreform oder der Deutschen Post gezielt kaufen für Printkampagnen. Spannende Sache, finden wir gut. Und setzen wir auch in verschiedenen Projekten ein. Und das ist die direkte Überleitung zum zweiten Projekt, was ich heute vorstellen möchte. Quattrolingo ist ein Startup aus Dresden, welches sich zum Ziel gesetzt hat, den Vergabeprozess von Übersetzungsaufträgen von Auftraggeber zu Auftragnehmer viel transparenter und fairer zu gestalten. Die Gründer stammen selbst aus der Sprachdienstleisterszene und Falk Neumann erzählt uns, wie Marketingautomatisierung und Printkampagnen jetzt zum Marktstart eingesetzt werden. Hallo Falk, freue mich, dass du heute dabei bist und uns etwas darüber erzählst, wie ihr Marketingautomatisierung bei der Einführung eures Produktes einsetzt. Stell dich doch kurz vor. Hallo Dirk, danke für die Einladung. Mein Name ist Falk Neumann. Ich bin einer von 4 Gründern des Startups Quattropus, welches die Quattrolingo-Software entwickelt und vertreibt. Was macht die Quattrolingo-Software?
Ja, die Story begann eigentlich beim Kaffeekränzchen mit meiner Frau. Meine Frau ist mit Herzblut Dolmetscherin und Übersetzerin, ist aber schon seit langem unzufrieden, wenn Aufträge über Agenturen kommen. Diese Auftragsvergabe ist sehr intransparent und Agenturen halten auch mächtig die Hand auf. Das geht bis hoch zu 80%, also lediglich 20% bleiben dann für den Sprachmittler. Und wir haben uns dann gesagt, das kann in der heutigen hochtechnisierten Zeit eigentlich nicht mehr sein. Da muss es ein besseres Konzept geben. Haben uns dann was ausgedacht und haben das dann auch mit Freunden diskutiert. Und je mehr wir diskutiert haben, desto besser wurde das Konzept. Und letztes Jahr haben wir dann gesagt, wir setzen das jetzt um und ja, haben auch Rücksprache mit potenziellen Kunden gehalten. Die fanden die Idee auch super. Und seit letztes Jahr sind wir also dran, die Quadrolingo-Software zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Das heißt, die Welt wird besser für Übersetzungsdienstleister. Was für Vorteile hat es für die Auftraggeber? Ja, da muss man auch die Auftraggeber verstehen, wenn die einen Sprachdienstleister brauchen und manche brauchen ja häufiger einen, zum Beispiel bei Gericht, dann müssten die theoretisch das Internet selbst durchsuchen und die Sprachmittler, die sie finden, nacheinander kontaktieren. Jetzt ist aber auch nicht jeder Sprachmittler sofort erreichbar. Also es ist eine sehr aufwendige Sache und aus dem Grund kontaktieren die auch gerne Agenturen und bezahlen dafür dann natürlich auch. Okay, also Vorteile für beide Seiten. Ihr macht eine direkte Vermittlung. Wofür setzt ihr dann Marketing-Automatisierung ein? Die Idee von Quadrolingo stößt überall auf Begeisterung, sie ist aber eben sehr erklärungsbedürftig. Und wir müssen also jetzt lernen, auf welchem Weg wir 50.000 bis 60.000 Sprachmittler in Deutschland erreichen, und zwar schnell, damit die Idee schnell Fuß fasst und fruchtet und ja, die Sprachmittler davon profitieren können. Okay, ihr habt ja schon einen Pilotbetrieb und so wie ich gehört habe, auch den ersten Auftrag erfolgreich vermittelt. Ja, das ist richtig. Ich glaube sogar zwei. Das waren noch interne Tests, aber hat hervorragend funktioniert. Super. Marketing-Automatisierung. Warum habt ihr euch da für Mautic entschieden oder beziehungsweise warum habt ihr euch für Open Source entschieden? Ja, der wichtigste Grund ist für uns eigentlich mit, dass wir das System selbst hosten wollen. Hängt damit zusammen, dass wir die Kundendaten schützen möchten. Dann als Startup muss man natürlich immer auch auf die Kosten schauen. Und Mautic ist im ersten Blick nicht so überladen, bietet aber durch das Zuschalten von Modulen und Schnittstellen extrem viele Möglichkeiten. Und so wie ich das mitbekommen habe, seid ihr ja eh Fans von Open Source. Ihr setzt verschiedene Tools ein bereits. Ja, das ist richtig. Wir haben was gegen Datensammeln im Allgemeinen. Okay, also was ich gehört habe, Nextcloud, WordPress sind die anderen Bausteine, auf die ihr setzt, zusätzlich zu eurem selbstentwickelten Produkt. Das ist richtig. Genau. Wie geht's weiter mit Quadrolingo? Wir sind jetzt mit Hochdruck dabei, die Auftraggeberseite zu entwickeln. Die Sprachmittlerseite ist schon online und Sprachmittler können sich jetzt schon registrieren und dort ein Profil anlegen. Wir hoffen, dass wir im Juni oder Juli die Auftraggeberseite fertig haben und dann das Ganze durchstarten kann, das ganze Sehr schön, Projekt. sehr schön. Ja, vielen Dank. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Start und ja, Vielen viel Dank. Spaß in der Mautic-Community. Dankeschön, ebenso. Danke. Ciao. Ja, definitiv ein spannendes Thema. Auch bei Quadrolingo gilt, wen das Thema interessiert, geht am besten auf die Webseite, informiert sich und bleibt auf dem Laufenden, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Was sind meine Empfehlungen für jeden Produktentwickler oder jedes Startup? Ja, fang früh an mit Marketing-Automatisierung. Wichtig ist am Anfang eben auch mal gleich Segmente für Multiplikatoren anzulegen. Das können Pressekontakte sein, das kann ein Blogger sein, das können auch Geschäftspartner sein, die man auf dem Laufenden halten möchte. Ja, Umfragen mit Mautic durchführen. Total simpel. Formular anlegen, Mail rausschicken und auf die Antworten warten. Spannend, man lernt jede Menge. Mit den Testern sollte man intensiv in Kontakt bleiben, sie auch mal drauf auffordern oder dazu auffordern, neue Funktionen auszuprobieren und Feedback zu senden. Auf jeden Fall das eigene Produkt mit Mautic integrieren, einfach zur Vorbereitung für die später folgenden Onboarding-Kampagnen, die ja den Kunden das Produkt einführen und über die Testphase hinaus dann auch bei der Stange halten. Und ganz klar, mit der eigenen Community den Marktstart planen. Besser als mit einer leeren Liste zu starten. Die Community sorgt dafür,
als Fan auch die Botschaft zu verteilen und neue Zielgruppen zu erschließen. Abschließend die Frage, braucht man dafür unbedingt Mautic? Man kann natürlich all diese Aufgaben, die ich da gelistet habe, die mit der Produktentwicklung und Markteinführung zu tun haben, auch mit Spezialsystemen, mit spezialisierten Funktionen realisieren. Der Vorteil an Mautic ist, man hat alles in einem Tool drin und die Kontaktdaten sind ebenfalls in einem Tool. Also ob jemand am Anfang Tester war und später Kunde war, es bleibt der Blick auf denselben Kunden. Man lernt eine ganze Menge über jeden Kunden bereits in dem Produktentwicklungsprozess. Es macht einfach Sinn, Marketingautomatisierung sehr früh einzuführen und dieses zur Kommunikation in der Entwicklung, im Feedback, zu Onboarding-Kampagnen und Vertriebskampagnen einzusetzen. Soweit, so gut. So viel zum Thema Produkteinführung mithilfe von Marketing, Automatisierung, Mautic ab dem ersten Tag. Wenn ihr Fragen habt, ich bin ab jetzt live verfügbar für Fragen und Antworten. Lasst uns gerne über die Produktentwicklung diskutieren, über Marketingautomatisierung. Wenn ihr euch die Unterlagen herunterladen wollt, findet ihr auf diesem Slide den Download-Link. Entweder ihr tippt den Shortcode ein oder ihr scannt einfach den QR-Code per Mobiltelefon und bekommt die Unterlagen zugeschickt, sobald ihr euch eingetragen habt. Vielen Dank und viel Spaß noch auf der Konferenz. So. Da sind wir wieder, mehr oder weniger. Erstmal sorry für die anfänglichen Schwierigkeiten. Aber ich denke, es hat sich ja dann doch noch zum Guten entwickelt. Man muss halt konzentrierter zuhören, ohne es rein. Genau. Genau, Dirk, ich hätte da direkt mal eine Frage an dich. Und zwar, was sind denn aus deiner Sicht wichtige Skills, die man braucht, um mit Mautic wirklich erfolgreiche Lösungen bauen zu können? Ja, gute Frage, weil wir haben mittlerweile schon so einen Spruch in der Agentur, dass wir sagen, Marketing-Automatisierung ist eigentlich nichts anderes als Mengenlehre, ne? Also gerade wenn man versucht, verschiedene Segmente zu kombinieren oder auch auszuschließen, dass man sagt, vielleicht zum Beispiel ein Rabatt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Spannhaus. Sorry. Okay. Dass man zum Beispiel, dass weniger Fehler passieren. Das meine, was aus dem Real Life gestern gerade erlebt, ich habe mir einen Kühlschrank gekauft bei einem großen deutschen Versandhändler und der schickt mir trotzdem Push-Nachrichten, nachdem ich den Kühlschrank gekauft habe, und schlägt mir noch weitere tolle Kühlschränke vor, weil ich mich ja scheinbar für Kühlschränke interessiere. Wäre natürlich gut, ich habe die dann auch gefragt, warum macht ihr das? Ich meine, das Risiko ist doch groß, dass ich jetzt meinen Kühlschrank zurückschicke innerhalb der ersten 14 Tage, weil ihr mir noch einen besseren vorschlagt. War natürlich die Diskussion auf Twitter nicht so ganz fruchtbar, weil ich da nicht mit den Experten gesprochen habe. Aber sowas sollte halt nicht passieren. Ich sollte nicht noch verkaufsfördernde Angebote an Käufer schicken, die gerade gekauft haben. Und das meine ich halt, Mengenlehre. Man muss irgendwo die Übersicht behalten in dem eigenen Tool, welche Leute befinden sich gerade wo und wem schicke ich jetzt wirklich diese super-duper Sonderangebotskampagne beispielsweise, oder versuche ich den immer noch mit einem Onboarding zu quälen, obwohl der das schon längst produktiv nutzt beispielsweise. Das ist eine, also Mengenlehre. Man muss ein Stück weit ein bisschen aufgeräumt denken können, ein bisschen organisieren können, gerade wenn man irgendwelche Aktionen auf Basis von Tags ausführt. Da muss man halt aufpassen, dass man nie aus Versehen, weil man jemandem einen Tag gibt, den irgendwo in die Kampagne reinschubst. Also das ist, denke ich mal, auch so ein Thema, dass man sich ein bisschen organisiert. Das war am Anfang noch ein bisschen schwieriger bei Mautic. Jetzt sind mehr und mehr Funktionen dazugekommen, die einen halt auch mal zeigen, in welcher Kampagne ein Formular benutzt wird, beispielsweise. Ne? Also dass man ein bisschen Zusammenhänge besser dokumentiert. Das muss man halt sonst selber dokumentieren. Ja, vielleicht auch Syntax erfinden für sich selbst, wie man E-Mails, Tags vergibt, sodass sie nicht automatisch verwendet werden, aus Versehen. Ne? Ja, es ist witzig, dass du das ansprichst. Wir hatten vor kurzem erst ein Mautic-Training und da ging es darum, wer hat schon mal eine Mail an Kunden verschickt, die eigentlich nicht für den Kunden gedacht waren, und es waren fast alle. Also da ist ja was angesprochen. Genau, das was angesprochen, was wirklich ein Thema zu sein scheint. Ja. Und hast du noch weitere Beispiele für Kampagnen, die sich so vor allem für Produktentwickler oder Startups empfehlen? Ja, also was haben wir jetzt gemacht? Wir haben Onboarding und Vertriebskampagnen gesprochen, was ich natürlich auch, gerade wenn ich eine Community aufbauen will oder meine Zielgruppe erreichen will,
man ist ja als, gerade als echtes Startup, nicht als ein mittelständisches Startup, als ein echtes Startup meistens auch ein bisschen mit dem Cash limitiert. Wir haben damals auch wenig für Werbeanzeigen ausgeben können, aber wir haben dann halt darauf geachtet, dass wir Weiterempfehlungskampagnen machen. Das geht natürlich mit einer einfachen Mailing-Kampagne auch, aber ihr geht jetzt noch viel schicker. Es gibt zum Beispiel ein Plugin von Matu, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aus der Schweiz, auch ein Mautic-Partner, Mato oder Matu. Die haben ein Referral-Plugin geschrieben. Da kann man halt auch Kunden sagen, hey, können wir in deinem Namen eine also das Tool weiterempfehlen? Und dann können die direkt die E-Mail-Adresse des Empfängers eintragen und es wird ein neuer Kontakt angelegt in Mautic. Muss man dann natürlich darauf achten, dass man sorgfältig auch hinweist den Kunden, wieso er jetzt eine Mail bekommt, von wem bekommt er die, warum wird er angeschrieben. Aber das sind so Sachen, also Empfehlungskampagnen, die halt auch nachvollziehbar sind. Ja, Net Promoter Score Kampagnen kann man auch machen. Man kann also über Formulare, Focus Items oder halt auch gezielt Leute anschreiben und rausfinden, was halten die jetzt von meinem Dienst. Das sind so Sachen. Ja, ich denke mal, das sind so, sind also viele Sachen, wofür es jede Menge Spezialdienste gibt, die man mit ein bisschen Bastelei auch in Mautic selber umsetzen kann. Das ist ja auch gerade das Schöne an Mautic, oder? Ja, das ist auch das, was die Kunden ja auch immer wieder mit genannt haben, auch in den Interviews, dass es irgendwie auch schön ist, dass man das selber anfassen kann und dass man es auch integrieren kann. Gut, das wird bei anderen auch gehen, aber das Schöne ist halt schon, dass Mautic auch vom Anfang an dabei sein kann, weil es eben nicht unendlich viele Lizenzkosten im Monat kostet. Da kann man dann eher später, das klappt auch sehr gut, mit den Kunden nochmal drüber sprechen, ob Sachen, die in seinem Auftrag entwickelt werden, ob die nicht der Community zurückgeführt werden können. Das haben wir auch schon realisiert, dass ein Kunde eine Spezialfunktion brauchte und wir gesagt haben, hey, komm, das wäre eigentlich ganz cool, wenn das mit in den Core reingeht und ist jetzt auch drin. Da ging es um das Setzen von Absendern in dem Versenden von direkten Mails aus dem Kontaktbuch von Mautic hinaus. Mhm. Da brauchte da halt eine spezielle Funktion, die ansonsten nicht so viel Aufmerksamkeit gefunden hätte. Ja, gut investiertes Geld. Sehr schön, super. Ich sehe jetzt weiter keine Fragen in unserem Chat. Hast du noch was du sonst gern noch loswerden möchtest? Ich finde es einfach toll, dass die Mauticon das zweite Mal jetzt, glaube ich, in dem Format stattfindet. Mhm. Und ja, freue mich selber auch noch auf die nächsten Vorträge und bin jetzt auch noch eine Weile erreichbar, falls es direkt Fragen gibt, direkt in Wertli. Wertli, ja. Super, alles klar. Dann vielen Dank, Dirk, und bis bald. Danke dir. Dankeschön. Mach's gut. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.